Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei StarCraft 2. Wir gehen mal erstmal hier raus. Die Musik ist mir nämlich etwas zu laut. Und ja, jetzt bin ich ein bisschen aus dem Konzept gekommen. Ich guck mal eben hier in die Forschungskonsole rein. Genau, ich habe hier nämlich eine Nachricht von der Möbius Foundation auf einmal, die wir das letzte Mal noch nicht hatten. Mr. Rayner, da Sie nunmehr alle Relikte, die Sie benötigen, beisammen haben, wären wir sehr daran interessiert, Ihnen sämtliche weiteren Protoss-Gegenstände, die Sie finden, abzukaufen, und zwar für 10.000 Credits pro Exemplar. Überprüfen Sie diese Konsole, wenn Sie weitere Protoss-Gegenstände finden. Der Erlös wird direkt auf Ihr Konto überwiesen. Dr. Narut. Das ist bei Zwerg genauso, aber das stimmt doch gar nicht. Also das scheint irgendwie ein Fehler zu sein, weil wir haben nicht mehr Forschung, als wir brauchen. Wir sind noch lange nicht so weit. So, jetzt gehen wir zurück auf die Brücke und natürlich habe ich vergessen nachzuschauen, was ich gesagt habe, was wir machen. Ich glaube, Belshir wollten wir machen. Auf Belshir gibt es ein seltenes genau. Gas, das... Wir machen es einfach mal. Da sind wir, Mann. Ist doch viel hübscher aus Redstone, oder? Ich kämpfe lieber nicht gegen die Protoss, wenn ich es vermeiden kann. Nicht einfach gegen welcher Protoss? Fanatiker, die Tal darin genannt werden. Sie glauben, dass das Terrazen heilig ist. Ein Geschenk der Zelnaga. Wenn die Tal'Darim aus der Luft angreifen, sind wir geliefert. Swan, lade die Goliath-Pläne hoch. Wenn ihre Luftabwehrraketen noch etwas taugen, haben wir vielleicht eine Chance. Alles klar, Cowboy. Ich lade die Pläne in die Fabrik, sodass wir mehr bauen können. Mann, die Dinger nach all den Jahren wiederzusehen. Wie kommen wir an das Terrazen? Siehst du diese Altäre? Mystiker der Tal'Darim stellen sie auf, um das Terrazen einzusammeln. Wir müssen nur die Kanister abgreifen. Unsere WBFs können das Terrazin abtransportieren. Wir müssen sie nur dabei beschützen. Mit ein bisschen Glück haben wir, was wir brauchen, bevor die Tal'Darim uns bemerken. Na dann, los geht's. Na, das kann ja heiter werden. Klingt mich aber trotzdem nochmal schnell ins Menü, weil ich habe immer noch das Gefühl, dass die Musik im Vergleich zum restlichen Sound zu laut ist. Deshalb machen wir das mal noch ein bisschen runter. Die Stimmen sind genau. Das passt schon. So, dann gucken wir mal, ob wir das noch können hier. Nehmen wir mal zwei von denen. Unsere WBFs können die Terrazin-Kanister abtransportieren. Es wird eine Weile brauchen, bis sie die Kanister eingeladen haben. Also passt bloß gut auf sie auf. Sie dürfen, also die Protoss dürfen keine 7 Altäre versiegeln. Das ist interessant. Finden Sie Protoss-Relikte? Forschung, ja, okay. Ich gehe gerade mal ein kurzes Stückchen spazieren. Einfach nur, um sicher zu gehen und zu gucken. Da haben wir noch einen. Hier haben wir bereits so eins stehen. Ich hätte gerne noch ein paar mehr Space Marines. So. Brauchen erstmal noch ein paar mehr WBFs, damit wir hier entsprechend Mineralien abbauen können. Und dann müssen wir da runter. Na, einen Space Marine nehme ich noch und dann brauchen wir noch einen Sanitäter, wenn wir genug Kristalle haben. Allerdings würde ich zuerst gerne den WBF ausbilden, damit hier immer einer in der Pipeline hängt. Br-
brauchen wir denn so viel Gas? Das weiß ich nicht. Wir werden jetzt mal anfangen, hier Terrazin abzubauen. Ach so, wir haben schon wieder keinen Platz mehr. Ja, okay. Versorgungsdepot. Ach so, auch dafür haben wir nicht genügend Mineralien. Verstehe. Ich bin dabei. Okay. Da haben wir noch einen Space Marine. Die ersten sollten nachher noch relativ einfach zu verteidigen sein. Aber einen Sanitäter hätte ich trotzdem gern. So, noch zwei davon. Dann schicken wir den mal da oben hin. Dann lauft ihr mal hier rauf. Dieser Boden war den Tallarin schon heilig, weit bevor Terraner das All bereisten. Ihr müsst sofort umkehren. Immer langsam. Wir brauchen nur ein bisschen von dem Gas hier. Dann sind wir auch schon wieder weg. Nein, ihr werdet den Hauch der Schöpfung nicht beschmutzen. Tallarin-Krieger, exekutiert alle, die unsere Altäre entweihen. Die Protoss machen mobil, Sir. Sie werden unsere WBFs aufs Korn nehmen, wenn wir das Terrazin-Gas anrühren. Wir konzentrieren uns besser auf einzelne Abbaugebiete und schützen uns mit Eskorten. Ja, durchaus interessant. Gute Arbeit. Der erste Kanister ist voll. Wo ist denn der... Achso. Ihre Streitkräfte werden angegriffen. Ich glaube, das könnte haarig werden. Also was wir auf jeden Fall brauchen, ist Verteidigung. Achso, hier bist du. Okay. Ja, einen Moment. Na toll. Die Tal'Darim versiegeln die Terrazin-Altäre. Da kommen wir nicht mehr ran. Wenn sie so weitermachen, können wir nicht mehr genug sammeln. So, dann kommst du mal mit. Und du kommst mal mit. Dann sammeln wir nämlich die zwei gleichzeitig, weil die ganz gut liegen. Dann brauchen wir noch ein paar WBFs. Und dann werde ich hier nochmal Space Marines ausbilden. Goliaths brauchen wir und dann brauchen wir neue Versorgungsdepots. Du baust Terrazin von zwei Orten gleichzeitig ab. Mutig, mutig, mein Freund. Weiß Damit ich. Damit wird's natürlich schwieriger, uns die Tal'Darim vom Hals zu halten. Aber umso schneller sind wir von diesem Felsen wieder runter. Korrekt. Empfange Übertragung. So leicht werdet ihr nicht den Hauch der Schöpfung stehlen. Seid vorsichtig, sie schicken die Geschiffe rein, um eure WBFs auszuschalten. Schießt sie ab oder wir sind geliefert. Okay. Ein Goliath ist kaputt. Zwei Goliaths sind kaputt. Das ist schlecht. Okay, das hat zwar noch gelangt. Aber wir müssen uns dann auf jeden Fall zurückziehen. Okay. Und der dritte, das läuft sehr gut. Weiter so. Über die Hälfte der Kanister haben wir schon. Über die Hälfte? Ach ja, tatsächlich, vier Stück haben wir schon. Cool. Okay, dann brauche ich nochmal hier einen von euch. Der geht dahin und der andere baut hier mal
Versorgungsdepots hin. Denn wir brauchen mehr. Hier, die Space Marines werden schon nicht mehr ausgebildet und wir brauchen mehr Goliaths. Vielleicht auch noch ein, zwei Kobras, ich bin mir jetzt nicht sicher. Aber die Goliaths sind wahrscheinlich vor allem wegen den Luftschiffen gut. Nun denn, dann wollen wir mal schauen, ob wir das hier verhindert bekommen. Naja, lauft ihr bitte mal zusammen. Okay. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Einheiten. Am besten schicken wir die hier direkt hier oben hin. Ich lasse das Lager jetzt ziemlich unbewacht. Ich bin gespannt, ob das eine gute Idee ist. Kobras sind relativ teuer. Aber wir brauchen auf jeden Fall mehr hiervon. Genau, das ist eine gute Idee. Ihre Streitkräfte werden angegriffen. Oh oh. Das wird jetzt eng. Sehr gut, dann holen wir die jetzt noch wieder zurück. Huh, also ich glaube, ich bin etwas ruhig, aber das liegt auch daran, dass ich mich ein bisschen konzentrieren will. Weil das ist gar nicht so einfach hier. Und mein zweites Problem ist... Da haben du und deine Reader auf jeden Fall nicht zu viel versprochen. Oh oh, nein. Ich werde mal noch einen Hellion ausbilden. Lauf, kleiner Goliath. Warnung, die Kaldarin versiegelt einen Terrazin-Eintrag. Ah, wieder einer kaputt. Na gut. So, ich würde nämlich jetzt, wenn sie hier einen versiegeln, das ist nicht schlimm. Wir müssen auf jeden Fall einen Trupp zusammenstellen. Wir nehmen zwei WBFs mit, für den Fall der Fälle. Na, wir nehmen drei mit. Würde ich sagen. Und wir brauchen mehr Goliaths, aber dann kriegen wir das schon hin. Wir haben doch noch WBFs übrig. Was haben wir hier noch? Luftabwehrgeschütz. Ja, davon könnte man noch eins brauchen. So, dann haben wir hier einen Hellion. Der soll jetzt mal hier durch die Gegend tuckern, weil wir brauchen auf jeden Fall noch Protoss-Forschung.
Upsa. Oh, hier stehen überall Verteidiger. Da ist eine Basis. Wie läuft's hier? Noch ein Versorgungsdepot. Also hier gibt es auf jeden Fall einen Weg, allerdings ist das blockiert, das heißt, wir brauchen auf jeden Fall starke Einheiten. Das ist versiegelt. Da ist ein Protoss-Relikt. So, das hier würde reichen, wenn der da... Wenn der... Nein! Ah, shit. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen hier rauf. Mit allem, was wir haben. Dann können wir den Altar dann nehmen. Dann sollte das gehen. Bleiben wir mal bei ein paar Space Marines und noch einem so einem. Dann würde ich tatsächlich gerne probieren, was passiert, wenn ich hier einen Raketenturm hinsetze. Ihre Streitkräfte werden angegriffen. Oh shit. Verflucht seien diese Tal'Darim. Jeder Altar, den sie versiegen, wirft uns weiter zurück. Du musst ein paar deiner Jungs da runterschicken und sie aufhalten. Diese anmaßenden Terraner müssen aufgehalten werden. Erschlagt sie alle. Ja, ich bin gespannt, ob das hier funktioniert. Geh du mal da noch helfen. Also das hier hat geklappt, das ist schon mal ganz gut. Dann schicke ich den noch hier rauf. Ihre Streitkräfte werden angegriffen. Ach so, ich lasse die dauernd da reinlaufen. Das ist natürlich dumm. So, ihr schießt mal das da ab. Du bist nämlich lustig, du läufst da nicht durch. Das machen wir mal nicht. Ihre Streitkräfte werden angegriffen. So, dann holen wir den. Dann können wir den eventuell auch nochmal anhalten hier vor, bevor der das zurückbringt. Einmal hier lang bitte. Ups, das war's schon. Das war der letzte Kanister. Jungs, wir sollten unser Glück nicht noch länger herausfordern. Okay, jetzt habe ich den Kanister doch abgegeben. Das war eigentlich so nicht geplant. Das ist natürlich doof. Ja, wir haben nämlich nur eins von drei Protoss-Relikten. Das heißt, das müssten wir eventuell nochmal machen. Beziehungsweise ich müsste das nochmal machen, um das entsprechend einzusammeln. Aber gut, das werde ich außerhalb der Aufnahme machen, denke ich. Brücke der Hyperion, 23 Uhr, Bordzeit. Sir, ich habe eine kodierte Übertragung von einer Quelle aufgefangen, die ich nicht zurückverfolgen kann. Sie besagt, dass Tosh Teil einer geheimen Operation war, die Projekt Shadowblade genannt wird. Dabei wurden Yorium und Terrazin eingesetzt, um Ghostkräfte noch zu verstärken. Das stimmt.
Wir werden Phantome genannt. Ghosts der nächsten Generation. Und wann genau hattest du vor, mir davon zu erzählen? Wir alle haben unsere kleinen Geheimnisse, Reno. Das heißt aber nicht, dass ich eine Gefahr für dich bin. Vielleicht nicht. Aber wer auch immer diese Nachricht geschickt hat, könnte eine sein. Matt, irgendeine Möglichkeit, die Übertragung zurückzuverfolgen? Nein, Sir. Aber sie endet mit, ihr werdet bald wieder von mir hören. Das muss Mensk sein. Er versucht, uns gegeneinander auszuspielen. Lass das nicht zu. Für den Augenblick warte ich erstmal ab. Zumindest bis ich rausgefunden habe, wer diese Übertragung geschickt hat. Aber ich werde dich im Auge behalten, Tosh. Du kannst es ja versuchen. Nett. Schiffsmesse der Hyperion eine Stunde später. Da wären wir wieder und wir wären aber damit auch, hoppala, am Ende der Folge angekommen. Den Rest machen wir beim nächsten Mal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns. Tschüssi.